zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin mal wieder hier bei Mozilla, um genauer zu sein, auf der Webseite hubs.mozilla.com. Da habe ich schon mal ein Video zu gemacht, ist schon eine Weile her und ich möchte mir heute einfach mal anschauen, was hat sich so getan. Das Video verlinke ich euch ergänzend am Ende dieses Videos, beziehungsweise ich will auch dieses Video am Ende des anderen Videos verlinken, wenn ihr wisst, was ich meine. Genau. Und ich habe mich hier schon mal angemeldet. Wie das geht, seht ihr im anderen Video. Und jetzt betrete ich den Raum und ich werde mir erstmal einen Avatar einrichten und den dann auch anpassen dementsprechend. Ich nehme mal irgendeine Figur. Dann möchte die Mikrofonberechtigungen von mir, die verweigere ich allerdings, weil ich ja hier jetzt gleich gerade die Aufnahme mache und dann betrete ich den Standardraum. Willkommen bei Hubs. Kurze Tour machen. Ich weiß schon, wie das funktioniert und ich möchte jetzt auf Einstellungen gehen und möchte mir als erstes mal einen anderen Raum suchen, einen anderen Raum machen. Das sind die falschen Einstellungen. Dann gibt es irgendwo Rauminfo und Einstellungen, da wollte ich hin. Und diese Szene können wir jetzt ändern, indem wir uns eine andere Szene suchen. Da gibt es jede Menge zur Auswahl, nämlich zum Beispiel ein Outdoor-Festival, ein Christmas-Level, ein Terrarium, Neo-Eden, Outdoor-Meetup. Das nehmen wir mal, das sieht schön einfach aus. Das Outdoor-Meetup. Das habe ich jetzt geändert und ich glaube, ich kann hier auch noch was bearbeiten. Szene ändern. Ja, und zwar gibt es die Seite Spoke. Die öffnen wir mal in einem neuen Tab. Und da müsste ich eigentlich eingeloggt sein. Ah, ich habe hier schon mal was kreiert. Das Outdoor Meetup. Und das kann ich jetzt bearbeiten. Hier hinten ist ein Bildschirm. Und in diesem Bildschirm steckt ein sogenanntes Media Frame. Das könnt ihr euch hier raussuchen irgendwo. Spawn Point, My Assets, Architektur Kit. Ich meine, das wäre bei Elemente gewesen. Genau, da unten ist es ein Media Frame. Und dieses Media Frame habe ich quasi auf den Bildschirm draufgesteckt und ein bisschen vergrößert auch. Auf jeden Fall kann man jetzt in dieses Media Frame, ja, man kann sagen, was damit passieren soll. Man könnte zum Beispiel sagen, es können hier nur Images, nur Videos oder nur PDFs und so weiter eingebaut werden. Wir sagen mal alle Medien und dann publizieren wir das Ganze nach Hubs. Also das ist das Projekt Spoke, mit dem wir die ganze Szene bearbeiten können. Save and Publish. Und dann gibt es hier noch einen Performance-Check. Wir publizieren die Szene, beziehungsweise laden sie hoch. Das dauert einen kleinen Moment. Jetzt kann ich die Szene anschauen. Das wiederum in Hubs. Erstelle einen Raum mit dieser Szene. Wir haben jetzt sozusagen unser eigenes Level kreiert. Raum betreten. Mikrofonzugriff wurde blockiert. Willkommen bei Hubs. So, und jetzt kann ich mich hier hin bewegen zu meinem Bildschirm. Und gehe jetzt mal auf YouTube. So, jetzt habe ich den Link zum Video kopiert. Und als nächstes kann ich da noch ein bisschen näher rangehen. Den Chat brauchen wir im Moment nicht. Und jetzt kann ich mal versuchen, das Ganze hier hochzuladen, platzieren, upload. Und jetzt füge ich hier einfach den Link ein, Objekt erstellen. Und das Ganze wird jetzt automatisch auf meinen Screen hier angepasst. Wir bekommen sogar einen klickbaren Link. Leider kann man das Video hier allerdings nicht abspielen. Das ist schade. Mit anderen Medien soll das aber gehen, Spotify zum Beispiel. Ich finde, das ist ein ganz interessantes Feature. Eventuell funktioniert es auch, wenn man es auf der eigenen Webseite einbindet, das gewünschte Video. Das wollte ich euch nicht vorenthalten. Das wollte ich euch einfach mal zeigen, wie ihr euch selber Szenen bearbeiten könnt und wie ihr hier mit dem Media Frame möglicherweise irgendwas Nettes basteln könnt. Also ich finde, mit Mark Zuckerbergs Metaverse kann mein erster Versuch hier bei Hubs von Mozilla mindestens mithalten. War noch nicht rausgefunden, wie man jetzt Links setzt, aber das wird schon noch. Vielen Dank für euer Interesse bis hierher.
Ich bin schon wieder raus, habe mir einfach mal angeschaut, was es hier Neues gibt in 2022. Falls ich es noch nicht erwähnt habe, Pubs von Mozilla ist jetzt komplett in Deutsch verfügbar. Und wie immer dürft ihr mir gerne einen konstruktiven Kommentar, Abo oder Like dalassen, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich demnächst in einem anderen Video wieder. Bis dahin, macht's gut, vielen Dank für euer Interesse und tschüss.